Und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Stellaris. Wir haben, ja, was heißt den Krieg gewonnen. Die haben uns halt das Angebot gemacht, die, wenn wir dann endlich mal zustimmen, dass dann Frieden ist. Da haben wir diese beiden Systeme, Borbo und Japris, bekommen, wo wir eigentlich auch das bewohnte System Deres haben wollten. Aber dafür hätten wir unsere Kriegsziele so durchsetzen müssen. Wahrscheinlich müssen wir ein paar Ansprüche halt in Zukunft zurückstellen und uns nur Deres wollen, weil das würde nämlich dann bedeuten, dass die Kriegspunkte nicht so groß werden und wir eher eine Chance haben, die zu erreichen, denke ich. Wie gesagt, so ganz habe ich die Mechanik noch nicht verstanden. So, ist der jetzt fertig bei Gargantua? Ja, das ist jetzt unser Gebiet. Construction complete. Und da sollten wir auf jeden Fall auch eine verbesserte Station bauen. Und Construction complete. Eine Forschungsstation. Die nehmen wir natürlich noch mit. Ja, da war diese Eisenkugel und theoretisch können wir uns jetzt hier auch noch breit machen. Das werden wir anschließend auch tun, wenn das Konstruktionsschiff wieder ein bisschen frei ist. Ach, hä? Ah, schaut mal hier. Fivaria hat sich hier auch breit gemacht. Und warum? Wegen dem Sternentor. Seht ihr das? Die haben ja hier dieses Sternentor. Ne? Das haben die mittlerweile erforscht und sind dann jetzt hier hinten rausgekommen und siedeln hier auch fröhlich weiter. Das heißt, ich muss ganz dringend mir diese ganzen Gebiete hier packen. Und demzufolge werde ich jetzt auch das nächste Konstruktionsschiff hier hinpflanzen. So. Construction complete. Und ja, seht ihr, die kommen, die nutzen das Wurmloch. Ja, deswegen war auch das andere. Seht ihr, da ist auch die Verbindungslinie. Ah, das ist geil gemacht, weil ich habe mich schon gewundert, dass mein Konstruktionsschiff schon so schnell da oben bei Gargantua ist. Aber die nutzen halt das Wurmloch und wir haben halt überall Rechte. Das heißt, uns hat ja keiner hier die Durchflugrechte verboten. Also nicht so richtig zumindest. Keine Ahnung, warum der hier so einen riesen Umweg fliegt, aber er fliegt dahin und er nutzt das Wurmloch. Seht ihr das hier? Sehr schön. Dann lohnt sich das wenigstens auch. Und Fivaria hat halt einfach ihr Sternentor genutzt wahrscheinlich. Ne? Weil hier ist das Gegenstück. Ja, interessant. So, was war das jetzt? Ja, die Produktionsziele und wir können sogar beides nutzen, die Netzüberlastung. Und damit wir wieder ein paar Energie, ein paar Mineralien haben, werden wir uns wieder an die Handelsgesellschaft wenden. Und geben da jetzt, ja, das können wir machen. 50 für 100 oder? Ach, machen wir das hier. Das ist okay, das reicht. Construction complete. Das kommt hin. So, wie sieht es denn mit unserem Mega-Bauwesen aus? Ja, ist immer noch 185 Monate. Scheint haben die das auch ein bisschen verändert. Ich hoffe mal, dass danach dann noch... ja gut, wir werden sehen, was dabei rauskommt. So, wir haben aber unsere Ressource natürlich wieder verloren, weil das System natürlich nicht mehr uns gehört, diese strategische Ressource. Construction complete. Construction complete. Jo, die werden da langsam alle fertig. Achso, den kann ich hier auch wieder auf Erkundungstour schicken. Seine Aufgabe mit der Gargantua hatte er ja erledigt. So, und hier können wir jetzt auch wieder
das Schwarze Loch-Observatorium bauen und wir bauen hier natürlich dann auch eine Sternenfestung und so weiter, aber erst eins nach dem anderen. Denn wir nehmen jetzt das System in Beschlag. Bevor es die Fevaria tun, weil ihr seht, hier haben wir ganz viele Konstruktionsschiffe hier schon am Start. Die haben sogar eine 29er Flotte jetzt hier hinten hingeschickt. Gut, die werden sich wahrscheinlich nicht mit denen hier anlegen, wobei, wenn ich das richtig sehe, haben die gar keine Flotte. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Das hat sich also alles komplett in Wohlgefallen aufgelöst. Da waren doch noch Reste vorhin, oder war das hier? Ah ne, hier war das. Okay, ja, alles in Auflösung begriffen halt, ne? So, die Frage ist, was passiert, wenn wir jetzt versuchen, diese Station hier einzunehmen? Oder beziehungsweise diese Station hier? Wobei, ne? Das könnten wir ja theoretisch tun. Und dann mit unserem Wissen, was wir dann haben, diese Ringwelten reparieren. Ja, gut, ja, die haben schon da ausgebreitet. Das heißt, ich muss sehen, dass ich diese Systeme hier noch kriege. Construction complete. Incoming transmission. So, bevor wir das machen, mache ich jetzt hierzu. Diesmal, oh, der hier. Diesmal will ich zeitig zumachen. Und ein Forschungsabkommen. So, wir sollen 780 Mineralien geben. So, und das bekommen wir. Anwendbare und erforschte Technologien, 10 Jahre. Ja, nehmen wir es einfach mal. Vielleicht hilft es ja in irgendeiner Form. An den Mineralien scheitert es ja gerade nicht. Das sind übrigens die Panori. Und zwar die Panori, ja. Die anderen haben doch ordentlich gelitten, sage ich jetzt mal. Denen geht es ja nicht so gut. Oh, hier ist auch ein Dreadnought. Das ist auch einer von diesen Bossgegnern. Da hat sich also auch noch keiner rangetraut. Und was ist mit dem... Den Drachen hat sich auch noch keiner dran getraut. Das könnten wir natürlich mal probieren. Weil... Jetzt brauche ich die Kuratoren. Stimmt, die könnte ich eigentlich auch mal wieder bezahlen. Weil wir haben ja genug Energie-Credits. So, können wir es bei der Forschung Unterstützung. Weil das 1000, das, oder was waren es? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. 3000 waren es, glaube ich. So, und Mysterien des Universums. So, und jetzt steht hier was. Erzählt uns was über den Ätherdrachen oder den Dreadnought. Das sind halt die Sachen, die wir jetzt gefunden haben. Oder die da als Bossgegner sind. So. Die Ätherdrachen-Spezies ist eine für das Leben in unserem Universum ungeeignet. Der Ätherdrache ist stark, aber nicht unverwundbar. So. Wenn ich jetzt fragen würde, wie würde sich unsere Flotte in einem Kampf gegen sie schlagen? Ich würde entschieden davon abraten. Das heißt also, wir hätten keine Chance. So, was wir aber machen könnten. Sagt uns, wie wir ihn besiegen können. Das heißt, wir würden jetzt 5000 Energie-Credits ausgeben. Und wir bekommen den Modifikator Drakonische Biester. Das heißt, wir würden Schaden am Ätherdrachen plus 25% machen. Ja, so. Und das tun wir jetzt auch. Jetzt sagt er uns, seine Schuppen reagieren auf perkussive Rhythmen. Um genauer zu sein, bestimmte Frequenzen haben einen entspannenden Effekt auf die subkutane Muskulatur, die Positionierung und Schockabsorption ihrer Schuppen steuert. Ein Reflex, der einst eine Schlüsselrolle bei den sozialen Interaktionen der Ätherdrachen spielte, ist nun eine klare und offensichtliche Schwäche. Wenn ihr die Beschussmuster eurer Schiffe einem besonderen Rhythmus anpasst, wird dadurch der Schaden, den ihr dem letzten Drachen zufügen könnt, deutlich gesteigert. Er war niemals dafür gedacht, in unserer Zeit zu leben. Er löst ihn von seinem Elend. So, mal gucken, ob wir jetzt denn mit dem Modifikator... Nee, immer noch nicht. Das heißt, da müssen wir erstmal unsere Flotten aufbauen. Aber wir müssten jetzt... ja, Schaden am Ätherdrachen plus 25%. Ja, das ist ja nicht wenig. Aber wir müssen unsere Flotten halt dementsprechend aufbauen. Und dafür sind dann diese Forscher nämlich auch gut. Tatsächlich. So, Unterhaltskosten der Schiffe minus 5% und Verbesserungskosten auch minus 20%. Sowas nehmen wir mit.
Feuerrate plus 5%. Das heißt, unsere Schiffe feuern halt schneller. Das nehmen wir. System Survey complete. So, wie sieht's bei Solaria aus? Okay. Construction complete. Da bauen wir auf jeden Fall auch noch eine Forschungsstation. Da müssen wir alles mitnehmen, was wir kriegen können. Und dann sollten wir unsere Flotten halt auch ein wenig aufrüsten. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ja genau, bis 90 können wir die Befehlskraft nutzen. Ja gut, die haben wir ausgenutzt. Wahrscheinlich werden auch beide Flotten nicht reichen, den Netherdrachen zu besiegen, aber wir werden sehen. Mal gucken. Ich warte einfach ab, bis die uns sagen, ja, jetzt könntet ihr eine Chance haben, weil vorher macht das auch keinen Sinn. Und entweder haben es die Fevaria noch gar nicht probiert, was ja auch möglich wäre. Mindestens eine Flotte wird vermisst, die Nomad. Okay, warum? Frosch im Hals. Aber lang genug geredet. Da kommt die nächste Sternenbasis bauen. So, wo ist das an? Wo ist denn jetzt der andere Konstruktionsschiff von uns? Das müsste doch eigentlich jetzt auch schon in den Quadranten hier sein. Wenn es das Wurmloch genutzt hat. Ah, da kommt es. Alles klar. So, wir haben wieder Einigkeit. So. Ja gut, Entdeckung können wir macht schon fast nichts mal. Erfahrung zu was Anführer ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal Harmonie an. Das brauchen wir sowieso bei einem von denen hier. Und dann geht es auch eventuell weiter aufwärts. Gut, im Endeffekt kann ich jetzt mal auf sehr schnell stellen, weil viel mehr passiert hier da jetzt erstmal nichts. Na, ihr seht, hier ist auch die Zustimmung ein bisschen besser geworden, weil wir eine Harmonie-Tradition angenommen haben. Ne? Harmonisches Reich hier. Ja, das gibt gleich mal Zufriedenheit. So, geheiligte Welt. Das verstehe ich halt immer noch nicht. Wir haben ja Gaia-Welten in unserem System, die nicht besiedelt sind. Keine Ahnung, was sie dann damit wollen. Construction complete. Gut, da ist soweit auch alles voll. Das ist auch soweit in Ordnung. Ja. Also bisher halten wir uns noch ganz gut mit unserem Reich. Wir haben das Jahr 2432. Im Jahre 2200 sind wir gestartet. Ja, die beleidigen uns die ganze Zeit. Das interessiert mich aber nicht. Wobei wir ja bald fast Nachbarn sein werden. Wobei, da müssen die durch die Panori erstmal durch. Construction complete. Wir grasen jetzt auf jeden Fall erstmal alle unbeanspruchten Systeme ab, dass wir quasi so ein externes Reich nochmal haben, so ein Außenposten sozusagen. Da fällt mir gerade ein. Hier werden wir das natürlich auch machen. Wer ist jetzt gestorben? Der General von der Eingreiftruppe 2. Da Unterhalt, Schiffe, Feuerrate und Geschwindigkeit. Das ist in dem Fall mir lieber. Und hier werden wir auch eine massive Station bauen. Mit allem drum und dran. System Survey complete. Und werden mit Sicherheit auch irgendwann den John Slaughter daran irgendwann mal wieder den Krieg erklären.
ist eine Piratenflotte. Okay, die ist auch nicht gerade klein. Ich würde sagen, hier machen wir unsere Hauptstützpunkt hin, dass wir da auch eine Sternbasis machen. So, da ist er auch fertig. Dann nehmen wir da was noch mit. So, der Admiral Eingreiftruppe 1 hat wieder irgendwas erreicht und gelernt. So, jetzt haben wir natürlich aber auch den ganzen Einfluss wirklich fast aufgebraucht. Um die Systeme hier zu bekommen. Okay, das ist der, der wahrscheinlich gerade gestorben ist, oder? Ja. Da gibt es den nächsten. Anomalien, Computerwesen, Anomalien. Ja, nehmen wir den. Und weiter geht's. Boah, die sterben ja wie die Fliegen jetzt hier. Nächste Wissenschaftler. So, haben wir jetzt einen dabei, der Raketentechnik kann? Natürlich nicht. Aber allgemeine Benutzer den KI-Assistenten Forschungsgeschwindigkeit. Ja, nehmen wir mal den. Wirft uns natürlich jetzt ein bisschen zurück, weil das halt nur ein Sternfähigkeiten hat. Aber das ist dann halt so. Gut, wir können jetzt eigentlich, haben wir eigentlich jetzt fast genügend Energie-Credits. Construction complete. Um mal unsere Flotten wieder auf die Sollstärke zu bringen. So, okay, kommen wir so, Fevaria hat Panuris Successor-Kanat vasalisiert. Warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Wir hätten das doch bestimmt auch gekonnt. Echt? Warte mal, kann ich das... Das ist ja irre. Und ich sehe auch gerade... Die True Panari Horde, die hat überhaupt gar keine Systeme mehr. Die haben doch... Die haben überhaupt keinen Ansprechpartner mehr hier. Das ist einfach so die Reste, die halt noch nicht beansprucht worden sind. Ja, also das heißt, die werden vasalisiert von Fevaria. Das ist ja kein kleines Gebiet, sage ich jetzt mal. Vielleicht sollte ich mal das mit dem Bactorim auch probieren. Aber die sind, nee. Ah nee, das ist Miktor. Die sind uns zu stark. Ne, da ist die True Panari Horde noch, okay. Kann ich da irgendwas... Ja, die sind uns ebenbürtig. Ja, das wundert mich jetzt so ein bisschen, weil vasalisieren heißt im Endeffekt... Hä, warum haben die denn hier Systeme? Verstehe ich gerade nicht. Keine Systeme mehr. Hm. Also heißt im Endeffekt, dass die Fevaria die irgendwann in ihr Kollektiv halt mit reinnehmen können. Das heißt, die sind erstmal vasalisiert und wenn die eine gewisse Zeit lang Vasall unter Fevaria waren, können die auch irgendwann komplett integriert werden. Ja. Ja, da habe ich gepennt. Die Variante hätte ich nämlich auch gehabt. Ich könnte jetzt natürlich jetzt die Unabhängigkeit unterstützen. Das heißt, falls sie sich doch mal gegen ihre Herren erheben sollten, würde ich denen dann helfen. Das Problem ist nur, Fevaria wird wahrscheinlich auch viel zu stark für mich sein. Naja. Überwältigend Flottenstärke. Also die haben sich halt echt gemausert. Die habe ich halt nicht in ihre Schranken gewiesen letzten Endes. Gut, kann ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr ändern. Ich muss jetzt halt sehen, dass ich halt Stück für Stück, weil das ist mein Hauptfeind hier, die Schlechterer. Construction complete.
Und vielleicht erklären die ja dann irgendwann mal wieder Krieg gegen die und dann werde ich dann wieder zuschlagen, weil das hat eigentlich super funktioniert. Deswegen werde ich da jetzt auch die Flotten dementsprechend auch so jetzt nachrüsten. Dass die ihre Sollstärke haben. Ja, und da muss ich mal sehen, dass die allgemeine Befehlsflottengröße nochmal erhöht werden kann. Dass ich da auch noch pro Flotte mehr Schiffe reinpacken darf, kann, wie auch immer. Wieder Rivalität. Ja gut, Fevari hat natürlich jetzt hier ihren Außenposten, so wie wir jetzt hier auch. Und kann natürlich da mit den Nachbarn jetzt auch interagieren. Gut, aber erstmal bauen wir hier die Infrastruktur, die wir haben. Damit wir die auch nutzen können, wenn wir die Planeten hier schon in unsere Obhut nehmen. Genau, so, und der müsste aber... Der baut noch, okay. Dann haben wir wenigstens noch was davon. Ja, und dann gibt es bald kein freies Fleckchen mehr für... die es zu erforschen gilt. Construction complete. Genau, das Solaria-Habitat ist auch soweit fertig. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch mal... Genau, hier, das wollte ich noch machen. Hier können wir im Endeffekt alles weg. Da ist unser Großmarschall wieder gestorben. So, ich kann wieder nicht wählen, weil ich wieder nicht genügend habe. Das ist aber halt einmal so... So, was ist denn hier? Philipp Gerard, Eingreiftruppe 2 der Admiral gewesen. Ja, okay, gut. Jetzt nicht so prall, außer dass jetzt die Eingreiftruppe 2 einen neuen Admiral braucht. Den weisen wir gleich mal zu. Unterhalt. Ja, ich würde sagen, nehmen wir den hier. Das sind ja Friedenszeiten momentan, dann, damit der Unterhalt nicht ganz so hoch wird. System Survey complete. Construction complete. Oh, jetzt wird auch spannend. John Slaughterhaut und Mictor Modi System haben sich so langsam auch entwickelt. Gut, klar, die teilen ja auch ziemlich viele Grenzen hier. Ja, das Problem ist, die sind halt so mächtig mittlerweile hier, dass ich mich mit denen gar nicht einlassen brauche erstmal. Also nicht ohne Verbündete. Das ist mal sicher. Complete. System Survey complete. Gut. So, wie sieht es forschungstechnisch aus? Ja, alles klar. Panuri Successor und Kamul Fevari haben jetzt Migrationsabkommen. Das heißt, die beiden Völker dürfen sich jetzt vermischen, auf gut Deutsch gesagt. Das kann ich mir bei mir nicht leisten, weil sonst bestimmt einige hier was dagegen haben. Aggressive Diplomatie, ne, weil die halt, also wenn das nur noch so eine kleine Minderheit wäre hier, dann hätte ich gesagt, okay, komm, lass gut sein. Oder die hier, invasive Xenostudien, keine Immigration und so weiter. Ja, und die sind halt auch, obwohl die sind gar nicht mehr so groß. Die hier sind relativ groß geworden mit 35 als zweitgrößte Fraktion. Keine Rechte für Synths. Xenos sorgt für Missfallen. Ja, aber die haben ja eh keine Rechte, weil wir keine synthetischen Leute haben. Sakulärer Staat, das widerspiegelt spiralistischer Werte. Ja, gut. Wir können ja theoretisch hier
wenn wir die Punkte hätten, könnten wir ja hier noch ein bisschen was ändern. Ne? Also so ist es ja nicht, aber dazu bräuchten wir Punkte. Naja. Können aber eh nichts ändern. Erstmal. Oder? Nee. Ja, da steht's ja auch. Verbleibende Staatselemente Auswahl 1. Das heißt, wir haben da. Ich weiß nicht, ich glaube, das können wir auch erforschen irgendwie. So, 2437 sind wir mittlerweile in dem Jahr. Okay. Die machen hier richtig zu. Das heißt, ich pack mir da und die packen sich jetzt hier. So. Die beiden Systeme kriegen wir noch, damit die nicht in fevarische Hände fallen. Die werden sich von. Oh, hier wäre auch nochmal Spezial. Satramen, Gas als strategische Ressource gewesen. Da habe ich ja bisher halt echt gelitten, muss ich sagen. Da habe ich ja bisher noch gar nichts von gehabt. Oh. Ja, die sind schon da. Ich glaube, das werde ich nicht mehr kriegen, das System. So, wer ist jetzt gestorben? Wieder ein Wissenschaftler. Moment. Da, Militärtechnik. Da haben wir sogar einen mit Militärtechnik. Dann nehmen wir den doch. Oh, haben die sich wieder zurückgezogen? Nee, doch nicht. Die haben schon gebaut. Ich bin halt einfach zu langsam. Also die haben eine sehr aggressive Expansion, muss man sagen. Aber vielleicht kriege ich wenigstens das System noch. Ansonsten, das wird ja jetzt erforscht und dann hole ich mir das System. Scientific breakthrough achieved. So, da ist der Neutronenwerfer. Was haben wir jetzt eigentlich mit da? Trefferpunkte Schilde plus 5%. Ja, ist auch nicht so verkehrt. Ist natürlich aber massiv hier. Ne? 254 Monate. Da nehme ich doch. Den Ionendisruptor. So, komm, das System kannst du mir aber lassen. Hier können wir auch noch eine Welt besiedeln. Das können wir dann auch nochmal machen, weil wir können noch drei Welten unter unsere direkte Kontrolle stellen. So, wenn der hier oben alles erforscht hat, beanspruchen wir das auch noch und dann ist erstmal gut. So, das ist jetzt der Fall. Auf geht's. Dann haben wir auch nochmal so einen Außenposten hier oben. Der dank des Wurmloches auch relativ schnell zu erreichen sind. Es sei denn, hier wird er halt irgendwann mal dicht gemacht. Ne? Das kann ja passieren. Wenn wir dann irgendwann mal richtig Ärger mit denen haben, dann werden die uns da nicht mehr durchlassen. Schätze ich. So, wir haben 4000 Mineralien. Ich glaube, die Eingreiftruppe 1 können wir damit jetzt komplettieren. Da fehlen dann im Endeffekt noch zwei Korvetten und ein Renown-Schlachtschiff. Und eigentlich müsste danach ja noch die. Ups, nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte zum Flottenmanager. Das Schlachtschiff. Ah ja, gut, das wird wahrscheinlich danach dann gebaut. A new conflict has erupted. Gut, es gibt wieder Krieg. Construction complete. Und unsere Zeit ist wieder gekommen. Die United Nations of Earth und die Jun Slaughterers haben wieder Krieg. Das heißt, das nutzen wir auch. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Armeen ausheben. Das machen wir mal auf unserer Heimatwelt. So. Und wir müssten jetzt ja auch weniger Anspruch haben auf gewisse Systeme, wenn wir denen jetzt wieder den Krieg erklären. Frage ist, können wir uns das leisten mit der Energie? Diesmal haben wir ja nicht so viel.
haben wir ja nicht so viel Energiereserven. Ja gut, aber das wird dann sowieso dann, wenn in einer der nächsten Folgen passieren. Auf jeden Fall ist da wieder Krieg zwischen denen. Das war aber eigentlich auch abzusehen, dass da jetzt dann Krieg herrscht wieder. Und wir versuchen nun mal die nächsten Systeme an uns zu reißen. Ja, und das werden wir dann in einer der nächsten Folgen machen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.